Ja, um jetzt einen neuen Scan durchzuführen, was Aktien anbelangt, die über dem durchschnittlichen Optionsvolumen der letzten Tage liegen, egal ob es jetzt Call-Optionen oder Put-Optionen sind, wir können das für beide Varianten durchführen. Sollte man in der Form über Insert einen neuen Scan anlegen. Den können wir jetzt mal mit einem Namen bezeichnen, Aktien. Hohes Call-Volumen. Dann im nächsten Schritt die Werte auswählen. Hier können wir durchaus auf allen Aktien arbeiten, also den Bereich All Stocks. Und dann gehen wir schon zum nächsten Schritt über, was dann die Bedingungen anbelangt. Bei den Bedingungen ist es so, dass wir in der Form erst einmal vom Preis uns festlegen sollten. Kann man jetzt mal ein Beispiel machen. Der Last sollte zwischen ja, nehmen wir 5 und $100, da können wir gleich Between als Kriterium auswählen. Dann hätten wir schon mal die preisliche Ebene geklärt und dann im nächsten Schritt, was die Optionen anbelangt, gehen wir in Volumen Call-Optionen rein. Sagen erstmal, wir wollen grundsätzlich nur Aktien haben, die ein Volumen haben, was größer ist. Dann nehmen wir das durchschnittliche Volumen, wo wir ein durchschnittliches Volumen haben, was aktuell jetzt über, ja, 200 Stück liegt. Dass jetzt kleine Bereiche ausgegliedert werden. Kann ja sein, dass eine Aktie sonst nur im Durchschnitt eine Aktie oder ein Call Option pro Tag gehandelt wird. Und wenn dann natürlich heute 3 oder 4 gehandelt wird, dann ist das dementsprechend auch ein starker Anstieg, der weit über dem Durchschnitt liegt. Das wollen wir in der Form ausgliedern. Und der nächste Schritt wäre jetzt wieder über den Indikator zu gehen und in der Form dann das Call-Volumen zu nehmen. Das sollte dann über dem Volumen der durchschnittlichen Option liegen. Rein theoretisch, wenn man das dann steuern möchte, dass man sagt, das sollte das 2- oder 3-fache oder dem 2- oder 3-fachen vom durchschnittlichen Optionsvolumen entsprechen, könnte man noch ein paar Änderungen durchführen dann im Indikator. Das ist nicht allzu viel, was man da ändern sollte. Der Form dann nur ein Input, den man hier noch mit hinzunehmen kann. Denk mal, dass das jetzt relativ viele werden, die jetzt hier rauskommen, aber so würde ein Scan aussehen von Aktien, die mehr als durchschnittliches Call-Volumen heute im heutigen Handelstag aufweisen. Und Minimum muss halt hier in Options- oder Call-Volumen, wir haben uns ja auf die Call-Option hier beschränkt, von über 200 vorhanden sein im heutigen oder im durchschnittlichen Handel der letzten 20 Tage. Diese Werte soll es uns anzeigen und schlussendlich kann man das identisch auch so durchführen für die Put-Optionen. Jetzt lassen wir das einmal mit Run durchlaufen. Natürlich, die Aktien sollten zwischen 5 und $100 liegen. Das sehen wir hier in dem Bereich sind jetzt 7000 Aktien, die dieses Kriterium des Preises erfüllen. Das insgesamt waren es 8.300, also bleiben 6.700 übrig von diesen 8.300, die das Preiskriterium erfüllen. Und die filtert er jetzt nach diesen zwei Bedingungen, größer als 200 Volumen, was den durchschnittlichen, das durchschnittliche Call-Volumen der letzten 20 Tage anbelangt. Und dann soll das Call-Volumen heute größer als der Durchschnitt sein. Sobald man einen Indikator mit in die Sortierung einbindet, dauert es etwas länger vom Filter. Und Sie sehen momentan das Ganze hier bei 22%. Und dann können wir uns natürlich diese Werte im Detail anschauen. Hier ist es dann nur wichtig, da wir das im Scan in der Regel mit Blau verlinken, weil wir ja hier Optionen scannen, dass wenn man jetzt sich die Aktie anschaut, dass wir diese Verlinkung in der Form dann mit dem Aktienchart durchführen. Das wäre jetzt in diesem Bereich mit Green Global Symbol Link, dann können wir uns direkt diese Optionen, diese Aktien im Chart hier anschauen.
Können ja mal ein, zwei Beispiele von den aktuellen Werten mit durchgehen. Also sehen Sie zum Beispiel, United States Oil Fund liegt nicht über dem durchschnittlich gehandelten Volumen. Da wäre es auch wichtig, das ist natürlich, ja, umso später man im Handel ist, umso besser durchzuführen, weil am Anfang, in den ersten Minuten, werden das sehr wenige Werte sein, die das erfüllen. Natürlich, wenn das gleich in den ersten Minuten passiert, umso relevanter, wenn wir dann eine Aktie finden, die das Kriterium erreicht. Und zum Beispiel unsere Titel, wo wir positioniert sind und heute die Teilrealisierung hier bei 120% durchgeführt haben. ETE sollte in dem Bereich auch mit dargestellt werden. Sie sehen hier unten, das Ganze hat heute 31.000 auf der Call-Seite. Durchschnitt der letzten 20 Tage lag bei 24.000, also über dem Durchschnitt. Das ist ein Wert, der mitzufinden sein wird. Apple wird aus dem Grund rausfallen, weil es über $100 liegt und heute auch nicht das dementsprechende Volumen aufweist. Wir könnten in der Form aber, ja, auch JD hat es heute nicht erreicht. Da es ein recht ruhiger Tag ist, vermute ich mal, dass wir gar nicht so viele Optionen haben, die da oder viele Aktien, die dafür heute in Frage kommen. Aber wir sollten das Ergebnis ja gleich hier bekommen und können mit der Verlinkung dann die einzelnen Werte durchgehen. Und das ist natürlich auch ein Scan, wo man ja, den Anfang der Aktie, den Aktienscan durchführt und dann natürlich im nächsten Schritt, wenn wir jetzt interessante Werte finden, in dem Bereich dann über die Option Station Pro reingehen sollte und zu prüfen, wo ist das Volumen entstanden. Waren das jetzt Call-Optionen, die eröffnet wurden? Waren es Schließungen? Und das ist dann im Endeffekt der nächste Schritt, also genau umgekehrt zu dem, was wir sonst in dem Scan durchführen, wo wir uns die Optionen anschauen und dann auf die Aktie, ist es hier im ersten Schritt die Aktie. Und dann gehen wir im zweiten Bereich dann auf die jeweiligen Optionen und schauen, wo das dementsprechende Volumen dann aufgetreten ist. Ich denke, wir könnten da heute auch bei den Edelmetallen sicherlich den einen oder anderen Wert finden. Entweder jetzt Silber-ETF oder auch der Wert von GDX, der heute sehr gut gelaufen ist. Ja, momentan lädt er den Chart noch. Wir sind jetzt bei 85%, also sollte demnächst auch der Scan soweit fertig sein. Vielleicht öffnen wir kurz noch einmal den dazugehörigen Chart neu. Ja, da haben wir jetzt die Ergebnisse mit den einzelnen Kriterien, die wir hier eingestellt haben. Wir können das Ganze jetzt sortieren, nach den absoluten Volumenzahlen, was die Call-Option anbelangt. Haben natürlich Werte jetzt mit dabei wie Alcoa, die heute nach Börsenende ihre Quartalszahlen bringen. Da war es, denke ich, von vornherein absehbar, dass das heute ein erhöhtes Volumen hier aufweist.
Interessant wäre natürlich, wenn man den Indikator etwas umprogrammiert, dass man auch dann die Prozentangaben vielleicht mit in die Darstellung aufnimmt, dann kann man das dementsprechend danach sortieren, wie stark das durchschnittliche Volumen jetzt überschritten wurde. Das heißt, wenn jetzt eine Aktie das zwei- oder dreifache vom durchschnittlichen Volumen erreicht hat, ist das natürlich umso interessanter, als wenn es nur knapp über dem Durchschnitt liegt. Es sind insgesamt 208 Titel, die die Kriterien erfüllt haben. Wenn Sie dran denken, am Anfang waren es ja noch 6.700 Aktien, die jetzt das Preiskriterium erfüllt haben. Und von den 6.700 Aktien sind jetzt 208 übrig geblieben, die über 200 im durchschnittlichen Optionsvolumen auf der Call-Seite in den letzten 20 Tagen hatten und im heutigen Handelstag bereits über dem durchschnittlichen Volumen liegen. Und um das zu prüfen, wir sehen es im Endeffekt ja schlussendlich hier, wir haben, müssen wir ein kleines bisschen größer ziehen, das eigentlich, ja, ist jetzt hier leider nicht genau aufgedröselt, aber das sehen Sie hier, das ist das heutige Volumen, die 99.000, werden wir natürlich auch im Chart dann sehen, und 29.000, das durchschnittliche Volumen, was wir auch hier vorne nochmal sehen, wir hatten ja gesagt über 200. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Ganze auch hier noch kurz im Chart überprüfen können. Ja, und da sehen wir hier im Chart das, was wir im Scan schon gesehen hatten, das Call-Volumen heute mit 90.000 entspricht dem Dreifachen, was wir durchschnittlich in den letzten Handelstagen gesehen haben. Und wenn wir noch einen zweiten Wert vielleicht rausgreifen wollen, das ist erstmal hier alphabetisch geordnet. Wir können es, wie gesagt, erstmal nur absolut nach den Volumenzahlen sortieren. Da haben wir aber die Werte jetzt ganz oben, die ja, generell ein hohes Durchschnittsvolumen haben. Können wir mal auf die großen Werte schauen. Da ist Alcoa an Platz 3. Der Wert, wo wir auch positioniert sind, GDX, natürlich mit dem Ausbruch, den wir Freitag schon gesehen haben, dementsprechend heute auch nochmal mit 76.000 über dem durchschnittlichen Volumen. Und das Gleiche können Sie für die Puts durchführen. Also das wäre mit Sicherheit, denke ich, eine Erleichterung, wenn wir da in dem jeweiligen System noch ein paar Änderungen vornehmen, dass man das dann auch prozentual sortieren kann. Weil so haben Sie dann auch die Möglichkeit, einzelne Aktien zu screenen und zu sagen, okay, bei der Aktie ist es vier- oder fünffache vom durchschnittlichen Volumen entstanden. Und das geht dann halt nur über eine Sortierung, wo man das prozentual auswerten kann, weil im Scan mit dem Standardindikator von TradeStation, wie Sie sehen, kann man jetzt nur vergleichen, was das Call-Volumen und das durchschnittliche Volumen anbelangt, so dass wir das mit Sicherheit in den nächsten Tagen als System, als Indikator dann für Sie hier mit nachreichen werden. Und dann werden wir uns in der Form auch nochmal mit dem Scan hier im Detail beschäftigen. Ansonsten ist das als Video dann auch ab heute Abend für Sie hier auf dem YouTube-Kanal verfügbar.